Liebe Zuschauer, Shalom, der Frieden sei mit euch, auch in diesen Zeiten, gerade in diesen Zeiten, wo wir weitere Nachrichten haben, die weiter auf den Krieg hinzugehen, also auf den Weltkrieg. Und wir wissen das aus der Endzeitrede Jesu Christi, dass am Ende der Zeit, nämlich dann, wenn der Antichrist auftritt, die Zeit der Gnade zu Ende geht und sich Gott Israel zuwenden wird. Und ja, genau das sehen wir jetzt. Und die Zeit der Gnade geht eben zu Ende für die Heidenvölker. Das heißt, macht euren Frieden jetzt mit Jesus Christus. Ja, wenn ihr vom Herzen glaubt, dass er für eure Sünden gestorben ist, ja, wenn ihr Buße getan habt und erkennt, vor Gott können wir nicht bestehen und wir brauchen dieses Opfer und Gott selbst hat dieses Opfer gebracht für uns. Wenn wir an ihn glauben, ja, dass er wieder auferstanden ist, also den Tod überwunden hat und ewig lebt zum ewigen Leben, dann schenkt er auch uns das ewige Leben, ob wir nun hier fleischlich sterben oder entrückt werden. Ja, wir gehen mal in die Nachrichten und ich habe hier etwas von der Hal Turner Radio Show aus Amerika und hier gibt es seltsame Bewegungen. Und zwar, das war schon am Sonntag und hier heißt es Sonntagabend, starke Zunahme der kommerziellen Flüge aus Moskau und Sankt Petersburg in Russland. Zwischen 16 Uhr und 19:45 Uhr östlicher US-Zeit begann ein plötzlicher und sehr auffälliger Anstieg des kommerziellen Flugverkehrs mit einer sehr großen Anzahl von Flügen, die von Moskau und Sankt Petersburg, Russland abflogen, fast alle mit dem Ziel, das riesige russische Kernland zu erreichen. Ja, wir können das hier sehen auf einem Flugradar, auf einem Bild. Hier im Westen, da ja, staut sich alles hier, weil sie alle Russland umfliegen müssen jetzt. Aber hier der innerrussische Flugverkehr, ja, 16 Uhr, 19:45 Uhr plötzlich, also abends plötzlich, eine große Anzahl von Flügen im Kernland. Und weiter heißt es hier, die Tatsache, dass diese Flüge sehr spät an einem Sonntagabend Moskauer Zeit in der Luft sind, ist an und für sich schon seltsam. Aber dass sie fast alle in das tiefe innere Russland fliegen, ist für einige Beobachter alarmierend. Außerdem landeten die Flüge, bleiben gerade lange genug am Boden, um zu entladen und aufzutanken, drehen dann um und fliegen direkt zurück nach Moskau und Sankt Petersburg. Eine Art Luftverdienst. Warum verlassen die Menschen Russlands Großstädte mitten in der Nacht so plötzlich? Ja, das ist die Frage. Hier am Sonntagabend war das bei der Hal Turner Radio Show und da gibt es auch gleich eine Antwort. Und zwar heißt es hier auf den gleichen Webseiten dringend, Putin ordnet nukleare Evakuierungsübungsflüge an. Russland führt derzeit eine nukleare Evakuierungsübung durch. Präsident Wladimir Putin soll diese Übung angeordnet haben und seine Familie ist evakuiert. In der Hal Turner Radio Show wurde heute über einen plötzlichen Anstieg von kommerziellen Flügen innerhalb Russlands berichtet, der weit über die übliche Anzahl von Flügen hinausgeht, insbesondere in Anbetracht der Uhrzeit, zu denen die Flugzeuge abhoben. Sehr spät in der Nacht in Moskau und Sankt Petersburg, wie berichtet. Jetzt können wir bestätigen, dass es sich tatsächlich um eine nukleare Evakuierungsübung handelt. Auch die Fernsehnachrichten aus Indien bestätigen diese Nachricht. Was die große Frage, die sich stellt, ist, was ist, wenn es nicht um eine Übung handelt? Wenn es sich nur um eine Übung handeln würde, warum sollte dann mitten in der Nacht Flugzeuge Tausende von Kilometern fliegen? Und warum sollten die Flugzeuge fliegen, wenn sich nicht tatsächlich Menschen an Bord befinden?
Oh, und wenn all diese Menschen evakuiert sind, was dann? Ein ziemlich günstiger Moment, um etwas anderes zu tun. Um 21:36 Uhr Ostküstenzeit heute Abend zeigte die Facebook-Seite des russischen Verteidigungsministeriums, dass Russland seine ICBM ausrollt. Ja, das sind die interkontinentalen ballistischen Missiles, ja, also die Atomraketen, die also auch andere eben interkontinental sind, das heißt also auch zum Beispiel auf Amerika gerichtet sein können. Ja, hier gibt es dazu einen Bericht aus dem indischen Fernsehen. Ich weiß nicht, ob wir das mal kurz einblenden können. Vladimir Putin has shifted his family to an undisclosed area in a city in Serbia. Also hier heißt es im indischen Fernsehen, dass es Berichte gibt, dass Wladimir Putin seine Familie evakuiert hätte, und zwar nach Serbien. Das halte ich vielleicht nicht so für wahrheitsgetreu, ne? Aber wir schauen mal rein. Reports coming in that Vladimir Putin has ordered a nuclear evacuation drill. Also hier steht, dass, oder hier heißt es, dass Putin tatsächlich diesen nukleare Evakuierung angeordnet hätte. And his family has been moved to an undisclosed location in Serbia. That's the big news that we are tracking to you right now of Vladimir Putin ordering an evacuation drill, a nuclear evacuation drill. Now this is as per reports coming in of the Russian president. Ja, er wiederholt das hier noch ein paar Mal, aber wie gesagt, indische Nachrichten berichtet das eben, ja. Und auf der anderen Seite im Westen gibt es da auch einige beunruhigende Nachrichten. Und zwar haben wir hier einen Bericht von Daily Mail. Und hier heißt es, Atomwaffenkonvoi mit bis zu 6 tödlichen Sprengköpfen wird auf der Autobahn durch Glasgow auf dem Weg zu einem Depot der Royal Navy gesichtet. Und hier sehen wir die Bilder dazu. Ein Militärkonvoi mit bis zu 6 Atomsprengköpfen wurde am Freitag auf der Autobahn durch Glasgow auf dem Weg zu einem Waffendepot gesichtet. Der Konvoi wurde nur eine Meile südlich des Stadtzentrums von Glasgow auf dem Weg zur Royal Navy Armaments Depot Culport am Loch Long gesichtet, so Nukewatch, eine Organisation, die die Konvois verfolgt und überwacht, die die britischen Atomsprengköpfe transportieren. Die Massenvernichtungswaffen seien eine Erinnerung an den Beitrag Großbritanniens zum nuklearen Terror, heißt es da. So die Gruppe inmitten der zunehmenden Spannungen zwischen der NATO und Russland, das kürzlich seinen eigenen Atomwaffen in höchste Alarmbereitschaft versetzt hat, wie wir gelesen haben. Ja, hier sehen wir ein paar Bilder dieses Transportes von nuklearen Sprengköpfen in Großbritannien. Ja, also es geht hier weiter, und hier haben wir aktuell eine Rede Bidens hier aus Europa. Er ist gerade hier in Europa. Übrigens sieht der Mann hier sehr jung aus. Sleepy Joe kenne ich eigentlich. Naja, wenn man Sleepy Joe in seinem Heimatland sieht, dann wirkt er doch ein bisschen älter. Naja, ich will jetzt hier nicht spekulieren, aber wir schauen jetzt mal hier rein kurz. Look, today my administration has issued new warnings that, based on evolving intelligence, Russia may be planning a cyber attack against us. And as I've said, the magnitude of Russia's cyber capacity is fairly consequential, and it's coming. The federal government is doing its part to get ready, but under U.S. law, as you all remember, the private sector, all of you, largely decides the protections that you will or will not take.
Ja, was er hier sagt, ist, dass es verstärkt wohl er in Alarmbereitschaft ist, er und seine Regierung, dass Russland Cyberattacken fahren könnte gegen sein Land und ja, die Infrastruktur eben gefährden könnte durch Cyberattacks. Und was auch interessant ist hier, das wird ja schon seit Wochen, sage ich mal, auch in der transatlantischen Presse, westlichen Presse kolportiert, eben dass der Russe eben Cyberattacken fährt gegen die NATO und die USA und damit eben auch den NATO, na, wie heißt es, den Bündnisfall, also ja, einleiten könnte. Ja, und hier habe ich mal zwei Zeitungsartikel dazu. Muss leider etwas neu geladen werden hier. So, hier haben wir einmal die bei Zeit Online. Ein Bericht vom 4. März. Ja, auch ein digitaler Bündnisfall ist möglich. Russische Hacker überziehen Europa mit Spionage, Erpressungsaktionen und Desinformation. Es droht ein Cyberkrieg, der weitreichende Folgen haben könnte, heißt es hier. In diesem Zeitartikel, Zeit Online, ja, russische Soldaten in der Ukraine und so weiter und so fort. Also man spielt hier auf einen Bündnisfall der NATO ab, ja, dass Russland eben durch Cyberattacken, und wir haben das ja schon früher gehört bei Klaus Schwab, bei dem World Economic Forum, da ging es ja auch immer um Cyberattacken und Cyberkrieg. Ja. Und wir wissen ja, dass Wladimir Putin ja auch ein Schützling ist, hat er selber gesagt, also Klaus Schwab. Und ja, er distanziert sich zwar jetzt offiziell von Wladimir Putin, aber ja, das macht er halt nur in der Öffentlichkeit. So, nächster Artikel hier, Welt, ja, auch hier, Cyberangriffe können Bündnisfall nach Artikel 5 auslösen, ja, der NATO, das heißt, dann wären wir im Weltkrieg. Na, wenn die jetzt also sagen, dass zum Beispiel, wenn irgendwelche Infrastruktur in Amerika, die Stromversorgung irgendwie zusammenbricht, dann kann man das schön auf deinen Cyberangriff schieben, der Russen, und schon stehen wir tatsächlich im Weltkrieg. Ja? Und dazu schauen wir uns hier auch noch mal kurz den Nordatlantikvertrag an. Washington, 4. April 1949, das ist dieser Vertrag, da ist auch die Bundesrepublik eben Partei, ne? Nicht Deutschland, sondern die Bundesrepublik, und hier heißt es eben Artikel 5, der Bündnisfall, ja, die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle gesehen werden wird. Ja, sie vereinbaren daher, dass im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen in Ausübung des Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen anerkannte Rechts des individuellen und kollektiven Selbstverteidigung der Partei oder der Parteien, die angreifen werden, Beistand leistet. Ja, das ist der Beistandspakt hier der NATO. Und das könnte eben schon durch Cyberangriffe möglich sein. Ne, sagt hier zum Beispiel NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Ja, wie soll ich sagen, wir haben arg den Eindruck, dass das eben forciert wird, ja, dass eben dieser Weltkrieg forciert wird. Und ich habe so ein bisschen auch immer die Schauungen und Sehungen von Alois Ihlmeier im Hinterkopf, die der Bibel nicht widersprechen, die das vielleicht für Bayern, für Deutschland, für Europa noch ein wenig ergänzt. Und das können wir ruhig im Hinterkopf behalten. Es geht nicht darum, was der Mann ist, ob er okkult ist, ob er jetzt hier ein Wünschelrutengänger war, ob er katholisch und Maria anbetend war oder Maria verehrend war. Darum geht es nicht. Gott kann Menschen benutzen, egal welche Menschen. Ob das jetzt lupenreine Christen sind oder Satanisten, ja, wie Albert Pike zum Beispiel. Ja, Albert Pike.
der oberste amerikanische Satanist zu seiner Zeit, 1871, hat Bücher geschrieben und hat schon drei Weltkriege vorausgesagt, bevor sie geschehen sind. Die ersten beiden Weltkriege hatten wir schon. Und ja, auch er hat das vorausgesagt und gesagt, Gott kann Menschen benutzen, egal welche Menschen, um Schauungen der Nachwelt zu überbringen. Ne? Und ja, wobei ich davon ausgehe, dass es wahrscheinlich keine nukleare Auseinandersetzung geben wird. Das wird, denke ich mal, Gott verhindern. Aber das ist mein persönlicher Eindruck. Ja. Und ja, zum anderen haben wir dann noch eben die Entrückung der Gemeinde, ne, vor der siebenjährigen Drangsal, die dann entsteht für Jakob. Ja. Beziehungsweise die Menschen, die in die Drangsal mit eingehen und sich dort noch bekehren, haben natürlich auch noch die Möglichkeit, sich zu bekehren. Ja, sie dürfen das Mahlzeichen des Antichristen nicht annehmen, sie dürfen ihn nicht anbeten, werden dafür aber enthauptet. Dafür, dass sie das Mahlzeichen nicht annehmen und den Antichristen nicht anbeten, werden sie enthauptet. Also da, ihr könnt euch das ersparen, wenn ihr schon vorher euch jetzt bekehrt zu Jesus Christus. Dann könnt ihr euch das ersparen. So, und dann habe ich noch eine Bibelstelle, die möchte ich euch dazu vielleicht auch noch präsentieren. Und hier heißt es in Psalm 50, 15, sehr erbauend, und hier heißt es, und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Wir können hier auch weiterlesen, ne? Zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was zählst du meine Satzung auf und nimmst meinen Bund in den Mund, da du doch Zucht hast und meine Worte verwirfst. Ne? Also hier haben wir wieder das Gegenteil, eben die Gottlosen. Ne? Wir rufen einfach Gott an, wir rufen Jesus an. Ja, wenn wir Jesus anrufen, wird er uns erretten. Der Jesus der Bibel, der für uns gestorben ist, die Strafe aufgenommen hat, die wir verdient haben. Wenn wir dieses Opfer annehmen, Jesus Christus, sind wir errettet. Ja, soweit erstmal die aktuellen Nachrichten. Ich wünsche euch alles Gute und sage Shalom, bis bald.